Ich bin zu schüchtern, um zu reden, deswegen schreibe ich einfach in die Gruppe rein. Ja, ist aber auch ein lustiger Zufall, dass das Call of Duty Documentary da hier in Luxemburg abgedreht wurde. Das ist echt ein lustiger Zufall, ja. Ja. Ist schon abgedreht oder wird noch gedreht? Ist schon abgedreht. Achso. Jo. Nee, wir können jetzt mitreden. Ja, wäre lustig, wenn das an dem Tag war, wäre, wenn wir da hinkommen. Okay, Daniel, hier darfst du wieder offensiv spielen. Oh, nice. Ja, hier läuft es gerade in Luxemburg. Papa Roach hat doch Musikvideo hier gemacht. Yeah. Ja. Wo denn? Das ist richtig Hype hier. Arbeitsgelände? Das müsst du nur noch Mördern-Video da machen, ne? Boah, Alter. Und wir laden Mördern ein für den Lachstreff. Mördern, Wochenende. Luxemburg. Beim Hull ins Hand. Beim Hohenzand. Wo ist das nochmal? In deiner Nähe. Ist das Luxemburg Stadt oder? Ja, weil Luxemburg alles in der Nähe ist. Wenn es in Luxemburg nee, ist gar nicht so. ist da, wo noch ein Eishockey-Club ist, hier in Luxemburg. Nicht in Kockelscheuer, aber noch woanders ist eine Piste. Genau da war's. Ich weiß auch nicht mal, wie das Dorf heißt. Ohne Naming! Aber die Wand verstärkt! Das ist eine geile Drohne, habe ich. Und hier die zwei Wände noch. Ich glaube, hier die eine Wand neben der Tür, die ist unnötig. Ich hab nichts mehr. Ich glaub, du hast wahrscheinlich auch noch eine, ne? Wer macht eigentlich mal diese Tür, die Wand links von der Tür? Die ist unnötig. Ich. Ja, dadurch fehlt hier aber bei der schon Doppelwand. Immer. Dadurch fehlt die Doppelwand. Moment, ich muss noch raus, Was? Ja. Daniel, hast du überall, Ach, fuck, jetzt hast du natürlich, da kein Mute hingelegt, wo halt keine verstärkte Wand ist. Ja, ganz ach, verdammt. Egal, müssen wir jetzt durch. Dann bleib ich noch hier und save das nun. Jo, das ist gut. Mach ich mal ein bisschen Cams. Ah, bei mir oben, Fenster. Das könnte jetzt auch was sonst seitens Fenster gehen. Yes, sir. Oh, fandst die Tür unten wird bei dir aufgeschlossen? Yep. Yep, aber ist ja, wenn da einer reinkommt, ne? Der läuft ja in deine Falle. Ich glaube hier die Außentür ist auch offen. Ja, die meinte ich. Die Drohnen rein? Ich glaube, es war Kapkan. Glad, sorry. Franz, hinter dir steht eine Drohne, Franz hinter. Fuck. Ich hab gesehen. Ah, oh, Scheiße. Ah, dann kommt er auf einmal auf dem Wichsdach, ne? Hä? Kannst du ja von da aus? Ja, von da aus kriegen. Ich habe keinen Blick drauf auf die Stelle. Nimm. Der ist abgegangen, oder nicht? Okay, kommt rein in meine Falle. Ist Jekyll. Hermann ist oben. Und Buck ist oben. Hier ist ein Sledge. Hier ist ein Loch. Die machen drei Tür auf. Sledge habt ihr aufgemacht. Ach, oh, fuck. Sehr gut. Habt ihr Might? Fuse war da auch noch. Also ich sag, hintere Tür sag ich an bei Waschküche. Oh, Rapp wird jetzt geblendet von Yingyang. Okay, Yingyang ist aber... Nee, das ist Jekyll, glaube ich. Aber wo ist denn die? Der ist hinten durch den langen Flur gelaufen. Also ich kann dir sagen, falls der zu dir kommen würde, Daniel. Geht in die Drohne. 25 Sekunden. Ah, scheiß Drohne. Jetzt ist wieder Treppe Drohne raus. Was bei mir? Ich hab ne irgendwie Bildschirm gehört. Wir müssen hier zugreifen. Okay, einer läuft Treppe. Oh, sorry.
War ich. Zum Kämpfen, da ist noch einer drin. Die Einzeltier alle. Oh, Mann. Pistole. Das ist ja scheiße. Doch. Ich hab Pistole. Ein Offizier des eigenen Trupps verbleibt. Warum? Ich hab den vorhin angefrackt und ich bekam minus 10. Schade. Dann dachte ich, was ist das für ein Höhenzug? What the fuck? Hab ich bestimmt ein Gerät oder Team Gerät oder so, wo ich weggehauen hab. Ja, okay, ich war so ein Down. Ja, scheiße. Ja. Ah, sorry. Hab da. Das falsch verstanden mit dem Minus-Ding. Das ist natürlich kacke, wenn man so Minuspunkte kassiert. Ja, solange Hibana spielen, bis sie nicht mehr Dings sein können. Ne? Ja, denkt dran. Ja, ich so Glück laufen, dann fack ich den noch an. So schnell wie möglich. Hab ich ab dann mit Teamgerät weggehauen, ja. Mit Angst bekommen. Scheiße. Egal. Müssen dann auf jeden Fall gleich, wenn wir, egal wo wir verteidigen, den Standort des Biogefahrguts oben ein bisschen besser absafen vor Fuse. Ja, das hätte ich glaube ich machen sollen. Gute Arbeit. Ja, nachrücken nach oben. Kapkan? Ja. Ich hab zwar Termite da oben geholt, aber habe ich ein bisschen versagt und hab mich dann extra ein bisschen zurückgezogen. Ja, war auch richtig, dass du dich dann zurückgezogen hast. Frost haben sie noch. Ja, aber später, hinterher, wäre das vielleicht besser gewesen, hätte ich Fuse noch geholt. Oh, meine Cam ist in der Treppe. Bandit. Okay, Kapkan ist der Letzte. Und dann hätte ich hier noch zumindest ein bisschen gepusht, bisschen davon abgehalten. Noch 10 Sekunden. Hat einer seine Drohne oben? Ja, ich hab meine Drohne oben. Aber 5 Sekunden. Einer ist in der Treppe. Ist auch geil. In der Treppe. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ja, guck mal. Ich passe hier so weit auf. Hier. Jo, ich bin jetzt oben. Okay. Jo. Ich mach die Fight hier auf. Sprengladung ist aktiviert. Gehe Drohnen. Treppe bei der Fight hier ist aktuell clean. Ach, Franz, du bist sogar schon drin. Safe erstmal hier außen. Save ich den restlichen oberen Bereich. Okay, halt hier geht auf. Gut. Oben sieht momentan soweit cool aus. Claymore liegt. Ist gut. Okay, ich bin auch drin. Daniel, komm auch rein und dann leg am besten die Claymore hier Richtung zur Treppe. Ja, okay. Pass auf, Claymore könnte, Kapkans könnten überall liegen. Der ist auf jeden Fall relativ frei rumgelaufen. Einer ist im Zug, der ist tot. Was? Sogar eigentlich gerade recht cool aus hier unten. Also ich habe einen guten Blick auf die Doppeltür bis da rein. Also ich denke, von hier aus. Noch was im Gang war was. Hier bei der Bar war was. Hier war auch was. Ja genau. Schmeiß mal eine Drohne rein. Jo. Da liegt auch was. Der Kamin sieht clean aus, der ist kleine Nebenraum. Ist auch clean. Okay, wenn einer reinlaufen kann. Da liegt was. Beiden Züge sind auch clean. Und ja, wo die Maschine steht, ist auch clean. Ich geh rein. Ihr müsst rein auf jeden Fall. Ja, mach das. Okay, sauber. Ich hab einen Blick dahin. Oh, bei der Maschine. Doch hinten im Nebenraum. Da ist einer. Kapkan. Oh ne, hinter dir, hinter dir. Oben kam auch einer. Ich kann laufen. Ach, scheiße. Ich bin hier. Gelaufen. Shit. So gut. Ja, das hat Zeit, ne? Ja, Zeit war ein bisschen.
Mission gescheitert. Ich hatte leider, ich wollte eigentlich noch eine Sprengladung halt in den Raum da, wo du gerade den letzten Typen da getötet hast, machen, aber ich hatte leider keine mehr und dann. Ich hab ja, den nicht gesehen, das schon. Ich wollte auch noch von der anderen Seite safen, aber ich war zu langsam. Ja, an sich war das schon mal ganz gut Anfang. Wir sind schnell oben hingekommen, haben das gut gecleant dann. Und dann der letzte Schritt dann hat ein bisschen gefehlt. Ja. Gehen auch bauen, oder? Auch bauen, ja. Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Prost. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Motivationsdrink. Die Wand ist verstärkt! Boah, drinnen in den Kühler. Beine. Ich lade nach! Nur noch 10 Sekunden. Verbündeter! Feuer einstellen! Es bleiben 5 Sekunden. eventuell ahnen können, dass du gar nichts wegläufst. Das Gerät ist aktiviert. Scheiße. Ach, das mache ich schon mit 350 Leben, kein Problem. Ach, falls jemand eine Wand hat, die eventuell. Ich hab meine wieder in den Kaminraum gemacht. Okay. Bleib auch hier. Ich save dann mal mit Franz oben, aber von der anderen Seite aus. Nehme ich dann. Ja, oder das wäre gut. Ich sitz klassisch im Zug. Beinstörer. Hm. Heil, schön die Fenster nicht mal aufgehen. Aus Westen. Also das Fenster ist aufgegangen. Ich glaube, die probieren jetzt auch das Fenster hier aufzumachen, oder? Das war oben. Fang nach Falltür. Ich schlage mein Fenster auf, ich werfe C4 gegen. Jawohl, zwei Stück. Schön. Sauber. Das ist ja schön. Oben wurde gefälscht. Nee. Hier? Das könnte unten gewesen sein. Also da, wo ich gerade eben war, bei dem Fenster. Jupp. Sauber, Tobi. Oh, schön, dass du von mir abgelenkt warst. Ich glaube, hier ist einer drin jetzt. Oder oben reingekommen, ich weiß nicht. Ja, die ist drin. Ich höre die auch. Langsam aber sicher gehe ich mal runter. Kam durchs Fenster rein. Die droht jetzt hier irgendwo. Wurde entdeckt. Ich wurde auch Scheiße, noch die sind. Sekunden. Die sind zu zweit. Ja. Der Gegner versucht nicht mehr die drin, ja. Zu sichern. Patches da auch noch. Blackbeard habe ich. Schön. Die Feinde aushalten. Boah. Jetzt der verbleibende Gegner. Sehr gut, Franz. Schöner Zug. Puh. Nice. Sehr gut. Gut oben aufgepasst. Hat einfach nur gehoppt. Läufst du jetzt in Bibliothek oder Küchenspieler?
Ja, Küche, ne? Ich würde auch sagen Küche. Was in der Fest sonst spielen soll. Ich gehe hier auch mit 5 Mann ganz oben hin. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt. Schade, dass man nicht geiles Spiel hat, wenn man sich da einkesseln kann, ja. Wie so ein kleiner Mini. ja, Küche. Lesezimmer ist clean. Küche, Küche, ja, Küche. Küche. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich komm. Mute, ich hab's. Ja. Ja, Frost, Mute, Kapkan, Ella und. Ja, Kapkan. Fabela. Doppeltür zur Bäckerei ist eine Kapkan-Falle. 10 Sekunden bis Einsatz. Vavela und Frost sind offensiv gelaufen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Eher über die Treppe nach oben. Okay, dann Mute und Kapkan, wissen wir das. Wissen wir jetzt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter. Ich glaube, da kommt auch nochmal ein böses Update, ne? Kapkan. Ja. Ja. Keine Munition mehr! Moment, warte, ich mach kurz die Kapkan-Falle. Okay, die Kapkan-Falle ist down. Dann gehe ich nochmal Drohnen. Nebenraum ist cool. Kapkan hat da schon so gewartet. Wichser. Wohin, der Schnecke? Ja, okay, Daniel, der ist schon bei der Garage jetzt schon weg. Okay, Franz, dann nimm mal die Drohne hier. Ja. Yep. Ja, hier ist auch eine Kapkan-Falle auch in die durch die Doppeltür. Ja. Yep. Ja, Raff, da ist cool. Da ist cool auch. Mach nicht. Au. Sorry. Okay, sorry. Ich glaube, hinten kam jetzt was bei der Bar runter. Okay, bei der Bar kommt jemand. Fabela ist das. Kommt. Sauber, Daniel. Hab ich. Genau, hab ich. Sauber. Bestimmt. Oh nein! Einer vom eigenen Trupp. Oh, da krieg ich direkt wieder den Handy. Keine Ahnung, was mit dem Headshot passiert. Gibt's nicht. Ach, wir haben die Cam auch nicht kaputt gemacht. Oh Gott. Boah, Raff, du liegst bei mir aber, ey. Ja, bei mir auch. Scheiße. Den lief euch noch, ne? Die war verspielt. Ja, die war verspielt. Okay, saubere Verteidigung jetzt. Oder Küche. Mir wurscht. Lasersaal kann man probieren. Okay, ja, würde ich auch nochmal sagen. Gucken, dass Views, ne? Ja. Und Franz, nochmal zu zweit oben safe. Von dieser Einzeltür die Wand hochziehen, nicht links. Ja, kein Problem. Nochmal zu zweit oben safe. Wir barrikadieren. Wir müssen den Biogefahr runter. Das funktioniert bei euch, ne? Jo. Hast du beide Seiten Lage? Kann keiner. Okay, dann bleib ich hier im Erdgeschoss. Also, nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stock. Wir brauchen hier noch 2 Winde. Ich hab keine mehr. Ja, ich hab nur 2. Jetzt halt die Fresse, ich hab meine diesmal hier schick gelegt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir brauchen trotzdem 2. Es bleiben noch 10 Sekunden. Eine Drohne ist hier noch. 2 Drohnen hab ich. Nur noch 5 Sekunden. Nein. Ich habe die Wand verstärkt. Okay, dann mach ich hier Strom. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Gerät ist platziert. Zählt er raus? Ja. Jetzt so. Das linke Doppel. Ah, ne, das warst du von so Kübel. Du hast die Explosion. Ja, ja, ich hab da so eine Tür gehabt. Ja. Tommy, passt auf, von oben, vom Dach, da wurde Franz eben geholt. Von diesem Glasfenster. Okay. Wir haben unten auch die Tür aufgeschossen jetzt. Blackbeard? Ja, da war gerade oben was bei dir an dem Dachfenster, Tommy.
Die Drohnen da gerade oben. Aber da hinten ist auch die Tür jetzt offen. Also die Wand, also die diese Ecke habe ich geöffnet, Tommy. Panzer schießt er immer noch hin, ne? Achso, du wolltest ja reinstehen. Ja, der glaube ich schwer in der Ecke oder sowas. Die haben das Seitenfenster bei Tommy offen. Hier bei mir. Ja. Eben war was am Glasfenster, Franz, Vorsicht. Drohnen unten Erdgeschoss, also den eigentlichen Raum, auf, also die Höhe aus, da wo du eben warst, Franz. Die haben das Doppelfenster da auch aufgemacht, wo du eben warst. Oben wird wieder gedroht, Franz. Wurde entdeckt gerade. Ist mir schnell. Ja, sicher. Ja, könnte sein, aber ich habe Drohnen gerade sehr viel, die Typen. Ich sehe hier, glaube ich, zwei oder drei Drohnen hier rumfahren. Bin halt hier, ging auf. Oh, die Drohnen extrem. Überall sind Drohnen. Ja. Aber auch überall sind Fallen von mir. Unten ist jetzt einer drin. Okay. Raff, also guck zur Tür, genau, richtig. Da sind jetzt zwei drin. Ich bin einfach auf Zeit, ne? Unten sind jetzt zwei drin. Blackbird und ich zieh jetzt nach. Dass die ruhig da drunten. Ja. Oben sind da sind vier Stück sind da, vier Stück. Auch bei deinem Loch, Franz, was du eben gemacht hast. Ja. Yep. Oh fuck. Ja, Blackbeard ist immer noch hier. Bei deinem Loch. Was? Bullshit. Wir müssen erst noch hier reinkommen, die Typen. Wir haben 60 Sekunden. Ach, du hast die Tür. 60 Sekunden. Einer ist durchgelaufen. Einfach ballern. 10 Sekunden. Scheiße. Fuse nur angefragt. Verdammt. Der hat nicht mehr viel Fuse. Der ist im Bahnmuseum. Sehr schön. Ah, gut nochmal aufgeräumt. Also, Schmuck da gemacht. Ja. Sehr schön. Ah ja, das war sehr, sehr gut. Ja, das war eigentlich gut, dass wir jetzt mal einfach gut verschwunden sind. Wo wir eigentlich, wo die uns gedroht haben. Sehr viel wir Zeit da durchgebracht. Ja, genau. Die haben gefühlt die komplette Runde durchgedroht. War sehr gut. Sehr gut, ja. So, Fische haben die, das heißt, die können nur noch Bibliothek Lesesaal oder oben sein. Oder oben, ja. Dann nehme ich auf jeden Fall. Vorsicht vor Spray und lauern. Ich würde eigentlich im Grunde das gleiche machen wie bei Bahn. Also wieder oben schnell reinkommen, beide Treppen sichern, Claymores zur Absicherung. Ja, auf jeden Fall. Und dann versuchen dann diesmal da besser den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Man könnte wirklich probieren, Lesesaal selbst die Claymores zu legen. Ich probiere noch eine Drohne umzukriegen. Ja, ich fahr sofort hoch. Okay, eine Drohne steht dann da. Echo haben die diesmal. Oh, das war Smoke oder Mute. 10 Sekunden. Bisher höre ich aber noch kein Mute. So würde ich erst. Dann war's. Doch, ich hab Mute. Okay, gut. Ja. Ah, jetzt höre ich auch ein. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Wir haben auch wieder Kapkan. Gerade gesehen. Ja, Kapkan hat gerade ein Fenster aufgeschlagen hier. Also, Vorsicht vor Sprühregen. Sprengladung ist scharf. Nee, Mute haben die. Okay, gucke Bar. Das sieht soweit ganz cool aus bei dem Glasdach der Raum. Aber hier ist leider recht viel zum Drohnen gerade. Der andere Raum oben sieht auch cool aus. Müsste alles cool sein, außer wenn jetzt einer nachgerückt ist, gerade als ich gedroht habe. Das will ich natürlich nicht. Ah, ich hab's jetzt. Ja. Bei dem Blick.
Pass mal auf, Raff. Mach durch, Falltüner. Krieg die Claire an der Treppe. Wie vorhin. Mach Falltür. Ich hab eine LR-Falle abbekommen. Hier ist einer oben. Hab ihn. Sehr schön. Kann die LR-Falle jetzt mal aufhören zu wirken? Ja, wie lange dauert das? Sehr schön. Aber in dem Raum. Bereit für Durchbruch. Ich wurde entdeckt. Jo, ich hab die Cam. Also, es könnte Standard-Cam gewesen sein. So. Sprengladung bereit. Achso. Oh nein! Ach. Von wo, Tommy? Von wo, Tommy? Unten. Wo war das? Vom Gang hier. Die einzige Tür. Hat Frost im Raum? Ich hab da mal den Blick. Von nein, er ist in dem Nebenraum. Bei der Waschmaschine. Jut ist das. Dann. Ich spring in den Raum rein. Ja, der wird da jetzt wohl irgendwo sein. Okay. Es bleiben noch 10 Sekunden. Da kommt noch einer. Fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Letzter Verbleib. Drück nach. Der Kahn schlägt die Tür auf. Sauber. Nice. Das war doch ein schöner Angriff jetzt hier. Sehr gut. Das war gut. Das war echt gut. Schade, dass das eben so nicht auf Bahnhof geklappt hat. Ja. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, wo gehen wir denn hin, oder? Das ist eigentlich am besten geklappt bei uns. Bahnmuseum waren wir eigentlich ganz gut drauf, ja. Da waren wir zwischenzeitlich 5 gegen 2. Ja. Ja, dann werde ich wirklich sparen. Wurde sagen. Ich getötet und Raff zwar noch down geschossen, aber im Grunde, du hast gut im Laufen, Franz, und Dani hat Blackbeard geholt. Haben wir da nicht die erste Runde verloren, ne? Erst war die erste Runde halt. Den Raum sicher. Das war aber 5 gegen 2 war ein Lack auch daran, dass also jetzt zwei diesmal direkt in den Raum rein. Die Gegner haben den Biogefahrgut gut. Mach ich dann halt jetzt einfach nochmal mit den zwei Typen. Das wäre gut. Das wäre echt schön. Ich muss diesmal damit rechnen, dass ich hier dabei bin. Ja, wo soll ich denn noch eine Wand hier ziehen? Eine Cam ist hier auf jeden Fall doch irgendwo. Ja, hier ist noch eine von Kamin reingekommen. Ein Zug ist gerade eingefahren. Bahn, genau. So, diesmal war nicht da. Ist auch noch eine hier. Eine Drohne habe ich. So. So wieder die Dreierwand, Lukas. Ja, Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich bin wieder oben. Das Gerät ist vorbereitet. Verzieh mich wieder in Kaminzimmer. Jo. So. Schon irgendwas aufgegangen wurde? Ich hoffe, das war dir mit der Decke gerade. Ja, das war ich. Okay. Ja, das war ich. Dachte, die waren aber jetzt schnell. Gegen dir gleich los hier. Mein Fenster wird wieder aufgeschlagen. Das genau. Ich. Aber diesmal mit Ash auf. Fetcher. Ich setze das Gerät ein. Das ist eine Drohne. Noch eine Drohne. Hab's. Noch eine Drohne, hab's. Verschrafft, der zieht ungefähr in deine Richtung. Ich sehe da einen Laserpointer. Vorsicht hier. Machen gerade sehr viel Druck über Fenster. Oh, Flash. Ja, der ist schon hinter der Maschine, glaube ich. Könnte jetzt sein, dass sie bei Falltür loslegen. Gift
wird gefused. Wo sind die? Oh, keine Ahnung. Zu euch in den Raum? Hier ist auf jeden Fall was. Nein. Fuse angefragt. Oh, Fuse jetzt. Oh, ich bin fast down. Einer ist gekämpft. Gefragt nur. Ach, der eine Schrotze, das gibt's nicht. Er hat nicht mehr viel, der Fletcher. Ah, scheiße. Boah, Alter. Drei Stücke um. Einer wird down. Ja, Fletcher ist drin. Das abhalten. Nicht in die eine Ecke gehen, Daniel, der hat die der Wand da oben aufgesprengt. Genau. Okay. Ja. Danke. Ach, fällt dir das auch rechts was? Nein. Ein Kämpfer des Nein! Scheiße. Bald hier was. Bald hier, ja. Also warte besser außen, bis der runterkommt. Gut, glaube ich. Wird jetzt noch einer kommen? Kommt noch einer von oben? Ah, Scheiße. Ah, sorry. Ach, Alter, Fetcher, das wird Ace hier gemacht, ne? Dabei hab ich doch fast ein Ace gemacht hier. Scheiße. Ach, Mist. Ja, die sind sicher auf der Bahn. Ja, vermutlich. Okay, dann probieren wir das so wie gerade bei Lesesache. Genau. Oder wie das erste Mal, ohne zu sterben. Genau. Denk bitte an die andere Claymore zur anderen Treppe hin. Oder beim Rabaschraum die Treppe. Ich hab 5 Leben. Ihr seid trotzdem alle vor mir, ne? Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Die eine Treppe ist schwierig zu Claymoren, weil man die da halt, weil die da ein offenes Geländer hat. Ja. Oder sind die Fische? Fische. Oh, ja gut, im Grunde hat das sogar noch besser funktioniert, ne? Egal. Yep. Wir müssen nichts ändern. Wir haben noch Frost haben die wieder. Ich auch mute, oder? Jensen nicht. Auf jeden Fall ist noch oben was dabei. Da haben die Mira. Die haben noch Frost. 10 Sekunden bis ja, das habe ich schon dreimal gesagt. Ja, die haben Frost ja. Übrigens. 5 Sekunden. Frost haben die noch. Fall dabei. Frost ist safe, glaube ich. Die könnte auch noch irgendwo in der Küche chillen. Da gibt's noch. Angriffserlaubnis erteilt. Vorsicht vor Capcom und Chili in der Ecke. Ja, ich guck, ich geh jetzt hier nochmal drohen. Und auf die Falle achten, dass die geholt wird. Die Cam. Ja. Cam, dass die geholt. Der Nebenraum ist diesmal offen. Aber momentan cool. Soll ich vor drinnen rein? Kannst. Bäckerei und das wird cool. Machen. Doppeltür ist wieder eine Kapkanfalle, also hintere Doppeltür. Ja, jetzt genau. Nicht mehr. Schön. Da unter der Treppe chillt einer, unter der Treppe chillt einer. Ja, ist er ja. Markiert. Der Smoke. Da ist übrigens auch ein großes Loch in der Mauer zum Kühlschrank. Aktivieren die Elektronik. So gefetschert habe ich. Okay. Spezielle Ladung. Abstand halten. Sprengsatz einsatzbereit. Hier könnte man vielleicht schon sprengen, oder? Wo genau? Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Da. Unterwegs, dauert nur ein bisschen. Oder? Yep. Ach, was warte, ich hab ja Hibana. Was bin ich, ein Idiot? Oh, Mensch. Was kann denn der nochmal? Wir haben noch eine Minute. Oh. Pass auf, Frau. Ich bin gelaufen. Der geht auf. Ich hab Frank wollte umlaufen. Sehr schön. Da war gerade noch einer dahinter. Oh, Scheiße. Dafür übernimmst du die Drohne was? Hier. Meine. Jo. Oh, Scheiße, einer kommt.
Frost. Oh nein. Und der in der Ecke. Frost habe ich. Wook ist im Kühlraum unter dem Schrank. Alter, hast du noch eine Ladung, Daniel? Vom Biogefahrgut. Ja. Vom Biogefahrgut, da liegt noch die Frost. Dann können wir hier noch Flash aktivieren. Achso. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand. Müssen wir uns aber beeilen, wir haben noch 17 Sekunden. Ich bin dann noch drin. Noch 15 Sekunden. Ja. Bringt ja nicht viel, wenn einer von hinten rauskommt. Übrig. Okay, ich würde sagen, zwei Räume rein jetzt. Ich glaube, hier liegt irgendwo einer da. Rein da. Eine Sekunde. Links, rechts. Fuck. Da. Fuck. Ja, Alter. Ja, ich hab da irgendwas gehört, aber ich dachte, das wäre hinterm Bereich sichern. Ah, dann lag der da. Die Fuck, ey. Wir hätten einmal durchs Drohnenloch gucken müssen. Scheiße. Ach, verdammt. Ah, schade. War knapp mit der Zeit. Haben wieder echt lange gebraucht zum Schluss. War eigentlich gut, dass wir so viel aufgemacht haben, aber. Ja. Ja, auf jeden Fall. War eigentlich ganz gut gespielt. Hat ein bisschen Zeit gefehlt, um noch einmal zu drohen, wo die Typen sind. Also dann hätten wir den Mute da oder Smoke, wer das war, da noch geholt. Ach, schade. Ja. Jetzt habe ich wieder 3% mehr Glück nächste Runde.